Ja, willkommen zurück zu Resident Evil 6. Wie immer mit DG von We Play Too Much. Channel alles unten in der Infobox. Herzlich willkommen zurück. Wir haben Donnerstag und ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir am Dienstag aufgehört haben natürlich. Und gehen halt wieder voll in die Action rein. Hannigan, die Tür ist zu. Verdammt, kommen Sie irgendwie über das Tor? Okay. Ach, von da oben aus. Hey, starten wir doch. Schon mal. Okay, falscher Knopf. Aha. Los. Das ist natürlich so viel. Aber kommt innen, ja. Seht ihr den gerade die Hälfte? Vom Bau? Ja, du bist. Leon, sie ist offen. Gut, ich habe gehört, die Tür ist offen. Das finde ich ja immer super. Wow, schön ausgelöst. Für den stinkenden Zombie gar nicht mehr schlecht. Naja. Sage eh, in ein paar Jahren wird es auf der Welt genauso aussehen. Zombie-Massaker von Feinden. Jetzt bin ich gerade mal in einem sicheren Gebiet hier rein, knapp. Jetzt muss ich nochmal gucken. Wie nehme ich nochmal Medizin zu mir? Wir kommen hier nicht, bestätigen. Ich will es nicht irgendwo lagern. Das ist jetzt ein bisschen kacke natürlich, weil ich nicht weiß, wie ich die Dinger noch zu mir nehme. Ach. Ah gut, alles klar. Ich hab's wieder, alles gut. So, dann geht's hier weiter. Ja, ich habe jetzt 2 Wochen nicht gespielt. Ne, 1 Woche nicht gespielt. Ist aber 2 Wochen her, dass ich gespielt habe. Muss deswegen nochmal immer wieder gucken, wie ich hier was nehme. Tomate und ich glaube Tomaten, Ketchup und was anderes sind. Mustard, das glaub ich sehr. Nein! Ich will nicht sterben! Überlebende, los! Wir müssen ihnen helfen! Das verdammte Kannibalen! Wo zum Teufel kommen die her? Mein erster Tag als Polizist und schon ich dieser Rache! Lieber Benny, ich bin ein Zombie! Ignorieren Sie alle Feinde, wow! Nein, ich herrsche wieder. Ich hasse das, die Dinger jetzt schon, ey, ganz ehrlich. Ficker. Wow, wo kam der her? Den hab ich gar nicht mehr kommen sehen. Wo ist der lange? Große Stinky. Auf die Köpfe ziehen! Sie sind doch Polizist! Sie können das! Wow! Okay, das hätte mir glaube ich nicht passieren dürfen. Ich bin tot. Ja, hoppala! Den habe ich nie kommen sehen. So. Scheiße. Fail! Überlebende, los! Wir müssen ihnen helfen! Sterb, verdammte Kannibalen! Zum Teufel kommen die her! Mein erster Tag als Polizist und... Scheißegal, wo die Penner herkommen, wir müssen sie loswerden. Lassen Sie ihn! Der Typ bringt Sie um! Wer hat ihn gefragt?
Ah, das ist du doch. Auf die Köpfe ziehen. Sie sind doch Polizist. Sie können das. Wie soll ich in diesem Kampf ziehen? Verdammter Mist. Ach, verdammter Käse. Schießt auf das Benzin! Wir befördern sie ins Jenseits! Haben wir. Hey, los! Hier ist es sicherer! Fett krasse Scheiße, sag ich mal. Holen wir Nachschub. Vermutlich sind da auch Überlebende. Nachschub im Waffenladen höre ich mal gerne. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Ja. Gesundheitlich nicht gerade fördern, würde ich sagen. Ja, heute ist Donnerstag, morgen kommt das Top 3 Video von Firefly. Gestern war Ragekill, Montag war Icke. So viel schon mal dazu. Resident Evil muss ich bisher sagen, es hat mir schon ganz gut gefallen, oder es gefällt mir ganz gut. Ich bin natürlich mehr so ein Angsthase und kack mich hier dezent ein die ganze Zeit. Aber das geht noch. Also wir haben noch Munition genug, ansonsten müssen wir uns halt den Weg so frei kämpfen. Ist ja auch nicht das Ding. Ja, ich! Und zwar hier oben! Jetzt verschwinden Sie! Ich glaube, den muss ich dann aufhören, aber ich gucke erstmal. Lassen Sie uns rein! Vergessen Sie! Wir lassen hier niemanden rein. Ich vertraue niemanden, das werde ich auch. Wofür hält er uns? Kammerjäger! So. Mann, dieses alte Bett, ne? Schießen die drauf? Ach so, da kommen Leute rein. Da wollen wir rein. Da ist schon einer drin, den habe ich gar nicht vor mir. Ehrlich gesagt. Peter! Hilf mir! Nehmen Sie meine Hand! Alles okay? Irre! Spielen Sie nicht den Held! Sie hält uns doch nur auf! Sie auch nicht raus, muss ich einfach, glaube ich, eine Stellung halten. Das ist auch nicht immer gerade einfach, das hier gerade. Da ist ja echt ein krasser Ansturm, ist du. Hier fehlt mir so ein. Ah, da haben wir es geschafft. Guck mal, noch mehr. Mist, die Waffe, Glenn! Der mit der Waffe! Klar, ihr Schwachköpfe dürft gern kämpfen. Ich werde von hier verschwinden. Neue Waffen. Sie laufen durch. Wir gehen weiter. Mal, ich weiß nicht, wie lange ich muss, ganz ehrlich. Weg, geh weg von hier! Thank you.
Scheiße. Nein! Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich den dicken Bier ganz ehrlich muss. Ich glaube, hier ist weiter Stellung halten angesagt. Ich weiß, dass es ein Firefly oder Rage Kill könnte mir wenigstens gehen helfen. Oh, der ist drin, der Penner. Na toll, sag mir das doch einer. Wow, 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 wow. Finde ich jetzt gar nicht gut. Ach, meine Fresse. Ist ja eingeschnitzelt immer. Das ist einsam, muss ich einsam kommen. Auch. Die mir Munition. Hier am Start haben. Ja, ich kann jetzt nicht so viel quasseln, weil hier, ich muss mich demonstrieren, weil ich weiß nie vom wo die Penner jetzt gerade kommen. Mit einem Schuss den Kopf abgedrebelt, das ist auch so viel Skill auf einmal, ne? Das glauben die meisten Leute gar nicht. Haben wir die nächste Welle überstanden? Die Frage ist, müssen wir Wellen überstehen oder passiert ganz so anderes? Aus. Die Luft ist rein. Machen Sie uns endlich auf! Ich finde den Scheinwerfer nicht gerade hilfreich, der mir die ganze Zeit ins Gesicht blendet. Ah! Sauber! Krasse Aktion, dann ab nach oben hier. Ich bin ja hier so ein richtiger Resident Evil Pro so langsam immer. Das war ganze Arbeit. Ihr habt Glück. Es müsste gleich ein Bus kommen, der mich abholen soll. Falls wir den erreichen, geht es direkt zur Tall Oaks Kathedrale. Von dort werden Leute evakuiert, habe ich im Radio gehört. Aber wie gesagt, falls. Draußen ist die Hölle los. Wir warten nicht auf Nachzügler. Hey, Japaner! Kümmer ja. Dich um die Gitter! Somit, so viel dazu. Hast du dich jetzt geschossen? Das habe ich jetzt leider nicht bekommen. Ich mich am drehenden Sachen einzusammeln. Scheinen noch mehr zu sein. Also wieder Deckung halten. Gewohntes Spiel. Wow! Leckst mich am Arsch. Klappen wir wieder den. Oh shit, 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 shit. Da hat man auch echt genug Zeit zum Durchatmen zwischendurch mal. Bam! Sauber! Fensterbankkill! Und wieder mal ein schöner Bogen. Leon hätte Wrestler werden können, wenn Zombie-Apokalypse nicht da. Dann wäre dies auch eine Option gewesen wahrscheinlich. Alles einsame, was hier geht. Ich bin hier so ein Jäger und Sam. Wir können nicht hier bleiben. Alle nach nebenan. Na los, Leute. Weiter. Hoffentlich sind wir hier ein bisschen sicherer. Natürlich. Ach du Heiliger. Big Papa.
Oder Big Mama, ich weiß es nicht. Übergröße. Komm doch, du Riesenbaby! Das ist ja... Ah, ja, nee, scheiße. Er wird den ganzen Laden zum Einsturz bringen. Das war jetzt auch mein letztes... Medizin. Boah. Geht hier ganz knapp gerade. Ah, Gott. So muss ich eigentlich mal auf alle aufpassen, wenn wir auf mich aufpassen sollten. Das war nicht so schlau vielleicht. Ah, da haben wir den Dicken halt zum Fall gebracht, doch. Müsste ich jetzt eine Menge Kugel drauf schalten. Hier los, Beeilung und schneller, dann machen wir das doch mal. Machen wir das hier endlich mal in Sicherheit sind. Alles klar. Ich bin gespannt, was für neue Freunde wir hier noch kennenlernen. Ehrlich gesagt. Heilige Scheiße! Helfen Sie ihm! Ich gebe Deckung! Durchhalten! Helfen Sie hoch! Vergessen Sie es! Ich muss ein bisschen Munition sparen. Oh, jetzt kommt nochmal so ein Dicken. Alter, ich hab gleich keine Munition mehr. Vielleicht sind die alle hier eliminieren. Boah, gerade elegant ausgewichen. Ich hau die ganze Zeit in die Luft, alle Leute werden jetzt wieder sagen: Oh, guck dir mal den Loop an, der kann gar nicht zu killen. Ja, Resident Evil ist dann schon eine Sache für sich bei mir. Irgendwer wird den Dicken bestimmt schon erledigen. Ah, da! Jetzt sind wir weiter hier. Ich hab doch gerade da angegriffen, meine Güte. Da ist er doch immer noch am Leben. Muss ich denn hin? Scheiße. Kack, ich hab's was, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh scheiße, ich werde gleich hier wahrscheinlich nochmal hops gehen. Weil ich jetzt. Ah, da lang. Alles klar, alles klar. Sorry für mein mangelndes Talent bei Ego-Shootern. Ich hoffe, ihr habt Nachsicht. Hier raus. Glaube ich nicht. Der Fetter steht uns im Weg. Danke. Nein. Einmal weniger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich krieg den nicht platt, komm schon. Und schießt und schießt, der stirbt einfach nicht. Ich glaube, wir haben eine. Wir haben eine. Gib Gas. Boah, komm, 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 komm. Jawohl. Sauber. Gut.
da haben wir das auch geschafft. Dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle erstmal. Denn das war das Ende des ersten Kapitels. Natürlich war ich nicht so souverän. Na doch, Rang B ist okay. Okay. Gut, ich verabschiede mich. Das war heute, wie immer, DG. Alle Links unten in der Beschreibung. Hoffe, wir sehen uns dann am... Was haben wir denn heute? Was habe ich gesagt? Donnerstag. Am Samstag wieder. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und danke fürs Zuschauen. Liken, teilen, wenn ihr wollt. Auch erlaubt. Das war's. Euer DG.